Hallo Leute, willkommen zurück zu The Forest. Jo, genau, The Forest. Ich wollte mal eben gucken hier, das Zeug ist schon etwas gewachsen. Was bringt es denn jetzt? Okay. Energy Mix. Aber was brauche ich dafür? Ist auch egal. Was haben wir denn hier? Ist das was anderes? Oh, guck mal hier. Ich kann noch was pflanzen hier ein bisschen. Sehr schön. Ach, richtig. Da habe ich ja noch mein Bötchen. Das müssen wir auch noch fertig basteln, weil dann kann ich da zu dieser Insel mit dem Schiff reisen. Also muss dann nicht mehr durchs Wasser. Aber wir haben ja auch noch diese Hütte hier. Ah, ja, genau. Dieser blöden Steinmauer, aber. Ja. Ich würde sagen, schaue ich doch mal nach. Oh, die Bäume sind wieder gewachsen. Nutzen wir. Oh, ich habe aber eigentlich Durst. Ich glaube aber, die sind leer. Also ich hatte gerade vor der Aufnahme bin ich im Vorbeigehen, habe ich reingeguckt und da ging nichts. Kann schon nicht mehr, der Juri. Hack den Baum um. Das kriegst du doch noch hin, oder? Wäre schön, wenn wir die Hütte fertigstellen können. Boah, jetzt hat er schon wieder hier. Willst du Macken? So. Und einatmen und aus. Und zack. Und zack. Boah. Ba-bam. Ba-bam. Na komm, hast du es bald? Jetzt. Jetzt. Oh, der fällt aber doof. Wobei, eigentlich ist es gar nicht mal so verkehrt. Wenn er genau gerade zum. Naja, ne, das muss ich jetzt auch nicht machen unbedingt. Genau gerade zum Wasser fällt, weil dann rollen die ja nicht schräg rein, nicht wahr? Irgendwie gerade voll die Erkenntnis. Etwas spät. Allerdings, wenn jetzt 5 rausgekommen wäre, wäre der letzte hier unten im tiefen Wasser gelandet. Oh! Raste aus! Mein Gott, ey. Dann ess die Beeren, ey. Es gibt ja auch ein bisschen was, weil ich glaube, hier ist wirklich nichts drin. Also, wenn das Floß fertig ist, dann brauche ich noch 2 solche Teile hier. Ist doch blöd, ey. Mit dem Wasser ist wirklich blöd. Ja gut, die Beeren, die kann ich leider aber nicht setzen, ne? Um die direkt anzupflanzen. Ich muss die dann immer im Wald sammeln, was halt Gefahren mit sich bringt. Wir sind ja beim Tag 33. So, mal eben die Loks nehmen. Und je mehr man überlebt und auch je mehr man baut, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch die großen Mutanten in der Nähe spawnen oder so. So habe ich das mal gelesen. Ist auch schon eine Weile her. Es kann sich natürlich was geändert haben durch irgendeinen Patch oder so. Irgendein Update. Ah, Hütte fertig. Schön. Cool. Wir haben eine Hütte. Ja, das sieht wirklich nicht gerade so doll aus hier, aber es ist zweckmäßig, ne? Da habe ich nichts dafür. Ja, es ist doch schon wieder verändert hier. Guck mal, krass, das geht immer mehr nach oben. Irgendwann kann die unten drunter herlaufen. So nach dem 20. Patch oder so. Oh, da hinten geht schon wieder was. Aber ich habe jetzt den Bogen, wobei ich komme ja eh nicht klar mit dem Teil. Oh, der klettert auf den Baum. Ich habe das noch nie gesehen. Wie geil. Und er springt von Baum zu Baum. Huch. Er ist abgestürzt. Oh, das ist sogar so ein Häuptling. Ich dachte, es können nur die Kleinen. Bäm! Der war aber drin im Kopf. Hui. Wieso treffe ich auf einmal so gut? Boah, ist windig aber jetzt. Willst du doch die Pfeile weg? In die Schulter, geil. Also ich nehme an, ihr konntet sehen. Das war jetzt nicht so krass. Ah.
Dann bringe ich erstmal eben die Leiche weg, ab ins Lager. Die nehme ich dann schön aus. Also das erste Mal habe ich die wirklich tatsächlich in dem Baum gesehen. Da rumklettern. Das freut mich irgendwie ein bisschen. Ich wurde schon mal von einem überrascht. Der ist vom Baum runtergesprungen. Weiß jetzt nicht, wie der Part heißt. Da müsste ich lügen. Das sage ich jetzt nicht, damit ihr euch alle anguckt. Ich werde es in der Videobeschreibung verlinken. Genau. Dann habt ihr genau den Part, den ich meine. Das war nämlich auch direkt da vorne. Da habe ich gehackt und plötzlich ist der runtergejumpt und stand hinter mir. Und ich kann euch sagen, also meine Arme, die sahen richtig krass aus. Also Gänsehaut pur, ey. Hab mich so erschrocken. Hallo? Kommt die denn her? Verrückt. Ich habe die gar nicht erkannt, weil das so eine Frauenstimme war. Oder sagen wir mal nicht Frauenstimme, irgendwie halt eine weibliche Stimme. Deswegen habe ich die gar nicht erkannt. Also, krass. Ich hack da gemütlich rum. Da höre ich da eine da so rumquäken. Euer Häuptling ist weg. Da müsst ihr schon in mein Lager kommen. Oder nee, macht's lieber nicht. Dann werde ich mich erstmal mit dem Häuptling hier beschäftigen. Dann kann ich vielleicht hier mein Dings da fertig bauen. Ist ja auch voll geil, wenn ich jetzt einfach hier so den Kopf von dem nehme. Bin ja irgendwie lustig oder was. Und dann hier so. Das ist euer Mann gewesen. Nein, jetzt häng ich hier hinten drin. Hallo? Komm schon. Kann der eigentlich auf die Hütte drauf springen? Wenn er mal springt? Komm schon, ich will das wissen jetzt. Da wollte ich ja vielleicht eventuell irgendwie eine Aussichtsplattform drauf machen. Ja, der kann da drauf. Cool. Hallöchen, hier bin ich. Mal sehen, ob ich treffe. Oh, das ist weit. Die will jetzt nicht ganz gemütlich hier drüber stolzieren, oder? Nee. Und schon verscheucht mit dem Pfeil. Hallo? Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, eine Insel. Ey, das ist meiner. Zerhackt mir den nicht. Das mache ich persönlich. Achso, ich wollte. Ach, der ist noch nicht ab hier richtig. Der Kopf ist auch noch nicht ganz ab. Jetzt aber. Ah, fertig. Bein geht nicht. Da kann ich auch nichts mehr mitmachen. Na hier, meine Opferstelle. Und? Ist das eklig, ey. Ach hier. Soll hier nicht alles so rumfliegen? Oh, ich heb immer das hier hinten wieder mit auf. Das soll auf einem Haufen landen. Hallo? Ja, dann kick ich's eben da rein. Spiele Fußball mit deinem Fuß. Bein. So. Zündel mal an. Ja, natürlich, ey. Wasser! Was ist denn das für ein Part, ey? Da gehe ich ein Stückchen näher ran, weil nichts passiert und dann. Oh! Oh Mann. So, wir lassen das einfach mal ausbrennen. Ja, hoffentlich habe ich dann Knochen. So, seid jetzt weg. Ich sehe zumindest keine mehr. Hier müsste dann auch noch mein Pfeil irgendwo stecken. Und? Nein! Nein! Wieso
zeigst du dich denn erst nicht und dann plötzlich? Ah, das ist die Alte. Aber sie ist allein. Oh, nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Aber jetzt ist sie wieder da oben. Ich will ja eigentlich gucken, ob was in meiner Falle gelandet ist. Nee, die ist noch aktiviert. Die da hinten sehe ich leider nicht. Hm. Oh. Ein Hase in meiner Falle. Jetzt habe ich nur das Problem, den ich vielleicht jetzt gar nicht in Ruhe rausnehmen kann. Weil ich ihn auch wieder nicht sehe. Wetten, wenn ich das hochhebe, dann rennt da wieder ein Hase weg? Nee. Der hat sich selbst befreit. Das ging ja eigentlich gerade ganz gut hier. Einfach ins Wasser und weg war ich. Oh. Ich soll es aber nicht drauf anlegen. Oh. Jetzt hatte ich auch wieder ein bisschen Gänsehaut. Hui. Oh, die haben direkt noch einen Häuptling geholt. Scheiße, ey. Da habe ich eigentlich nur noch 8 Pfeile. Aber Sticks habe ich auch keine mehr. Oh. Ich könnte mir immer einen rauspicken und dann hier vorne am Ufer totschlagen und dann einfach zurückgehen, regenerieren, warten, bis der nächste kommt. Wäre eine Taktik. Was haben wir denn noch an Fleisch da? Da müsste noch ein bisschen was da sein, weil da waren wir ja unterwegs mit den Rehen und ein Hase. Ja, ich habe immer noch keinen Freund für dich. Tut mir leid. Aber Durst, ne? Aber nur die Blauen bringen so richtig. Hä? Oh. Was war das denn? Ich glaube, ich habe irgendwie schlechte Beeren gegessen. So, das hat Damage. Hm. Nehmen wir am besten die Axt, da komme ich mit klar. Habe ich irgendwie noch irgendwas anderes? Nee. Ah, ich habe doch hier diese Explosives. Das will ich auf jeden Fall auch mal jetzt probieren. Hier wird keine Party gemacht. 1, 2, 3, 4 Stück. Die mal alles schön beieinander stehen würden, dann würde ich einfach so eine Bombe reinwerfen. Hallo, hier bin ich doch. Da hinten seid ihr doch auch gerade angekommen. Ja, holt ruhig euren blöden Häuptling noch dazu. Oder habt ihr Schieß? Warte mal, die sind irgendwie noch... Die haben zu viel Respekt gerade noch. Respekt ist immer gut, aber... Irgendwann kommen sie ja doch. Könnt ihr mal einen Beat anmachen. Ach, verdammt. Ja, der sitzt. Bam. Oh, meine Brücke. Krass. Meine Brücke, die hat's aber auch weggebombt, ey. Scheiße. Das hat ja voll die Kraft, ey. Voll die Sprengkraft. So, willst du nicht deine Alte zurückholen? Ja, dann steppt er ganz ruhig da lang. Alter! Ah, der hat nur alle Beine, aber bei einem hat's Bein weggerissen oder den hat's komplett zerlegt. In alle... 5, 6 Teile oder was? Ich glaube aber, der ist ein bisschen stärker, ne? Der sieht schon so, als hätte er eine krasse Panzerung am Start. Ja, genau.
Boah, da muss ich da ausnutzen. Bam! Und da kommt der nächste. Ja, hab ich deinen Freund getötet? Das war voll geil gerade. Ich klopp dazu, der ist so richtig umgewickelt hier, den Typen. Ja, jetzt hast du Pech. Hättest mal selber aufgehoben. Oh, es tut mir aber leid. Also ihr wolltet nicht friedlich leben. Jetzt müsst ihr damit leben, dass es auf der Fresse gibt. Aber du kannst ja gerne zu deinem Freund, ne? Lässt du dir einfach eine mitgeben und dann kein Problem für mich. Wie ja mal kein Arsch sein. Hab ich schon. Immer noch keiner da drin gelandet. Wo ist die hin jetzt? Ja, nicht, dass die auch Verstärkung holt. Da hätte ich vielleicht direkt sofort die Alte umbringen sollen. Oder ist sie da? Nee. Aber irgendwie fand ich das gerade voll gut, ey. Bam! Und da hat sie mit einmal umgewickelt. Da habe ich so hart getroffen, dass sie richtig benommen war. Ich mache jetzt einfach nochmal. Sprinten kann ich noch. Ich gehe jetzt einfach wieder hier lang. Das Witzige ist, dass sie sich ja auch irgendwie immer ankündigen. So, jetzt kommt die mit einer übelsten Armee, ey. Alle Dörfer hier in The Forest haben sich zusammengetan. Und greifen mich an. Oh, geile Richtung. Nee, geht noch. Ich dachte, das fällt dahin. Da unten ist er. Aber nee, das ist ja ein Typ, oder? Ja, tatsächlich. Der hat sogar eine Fackel. Ich hab sogar eine Fackel. Was haben wir denn noch? Das ist diese Haftbombe, glaube ich sogar. Komm, ich fand das so gut. Ja, da sitzt. Alter, ist das gemein, ey. Vor allem, weil die nicht wissen, was passiert. Die kennen das einfach nicht. Ey, voll gut. Da ist ein Hai. Den habe ich natürlich jetzt angelockt hier mit dem Fleisch, was da reingerollert ist. Das ist natürlich nicht mehr so gut für meine Fluchtwege, die ich da immer benutzt habe. Durchs Wasser. Nein, bleib stehen. So. Das Holz gepackt und schnell zurück. Ich hoffe, die Loks da oben, die zwei, die rollen nicht weiter. So, was hatte ich denn hier eigentlich noch offen? Hä? Ach so, das Knistern da. Ich mache erstmal das Floß fertig. Ich hoffe, damit kann man auch wirklich gut schwimmen. So, und hier mache ich auch erstmal einen Cut. Also, ich finde, das war so die geilste Forest-Folge überhaupt. Also, das war gerade echt schon witzig. Ich fand's gut. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Haut rein, bis dahin. Und bewerten bitte nicht vergessen. Danke!